Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute den Füllstich beim tunesischen Häkeln. Eigentlich ein ganz einfaches Muster, wer den Grundstich beherrscht, beherrscht auch diesen Füllstich. Das Einzige, bei dem man aufpassen muss, sind die Einstichstellen. Man wechselt ab. In jeder zweiten Hinreihe sticht man hier an dieser zweiten Einstichstelle ein und sticht dafür am Ende in die letzte Masche ein und holt noch eine Schlinge. Und eben in der restlichen zweiten Reihe bei der ersten Einstichstelle beginnen. Und hier mit der letzten Einstichstelle enden. Klingt komplizierter als es ist. Also ich beginne jetzt mit der ersten Einstichstelle, übergehe hier eine Masche und hole einfach hier zwischen diesen Lücken, die sehr großzügig sind und die sich auch wunderbar arbeiten lassen, diese Schlingen durchholen. In jede einstechen und nun eben als Abschluss zusätzlich aus dieser Masche noch eine Schlinge hervorholen. Eine zusätzliche Luftmasche arbeiten und dann wie gewohnt die Rückreihen arbeiten, eben einfach immer zwei Maschen abschlingen. So, und nun eben in dieser ersten Einstichstelle beginnen. Dieses versetzte Arbeiten ist notwendig, weil sich eben das Muster insgesamt auch versetzt, sonst würde eine Schrägung entstehen. Wenn man also stets in der ersten Masche einstechen würde, schrägt das Muster. Und hier dann eben mit der letzten Einstichstelle, mit der letzten Lücke hier vor der Randmasche enden. Und nun beginnt es eben wieder mit der zweiten Einstichstelle. Man kann hier gut sehen, hier wurde bei der ersten eingestochen, zweiten, ersten, zweiten. Das Muster versetzt sich also. Ich habe auch den zweifarbigen Füllstich im Kanal eingestellt. Er gibt auch eine interessante Struktur. Und wer noch mehr über das tunesische Häkeln erfahren möchte, darf gerne unsere Facebook-Gruppe besuchen. Sie heißt Tunesisch Häkeln oder Strägeln. Dort finden sich allerhand Ideen zu diesem interessanten Thema. Da ist also jeder herzlich willkommen. Ja, und das war's auch schon zum Füllstich. Ich wünsche euch viel Spaß damit.